Aufgrund der WM-Qualifikationsspiele hatte unsere Frauenmannschaft in der Allianz Frauen-Bundesliga letztes Wochenende kein Spiel. Aber vor 2 Wochen feierte man noch einen Auswärtssieg beim 1. FC Köln. Mit dem Sieg konnte sich die Mannschaft von Trainer Jürgen Ehmann von den Abstiegsrängen absetzen und den Anschluss zum Mittelfeld herstellen. Ich denke, das war ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Wir haben uns auch gesagt, dass wir alles reinwerfen müssen, weil es ein entscheidendes Spiel war, ob wir im Mittelfeld bleiben oder ob wir unten in den Keller rutschen. Und ja, wir haben souverän gewonnen und das tut uns auch einfach gut. Sharon Beck machte in Köln das vorentscheidende 2:0. Zuvor hatte sie schon beim Sieg in Essen und auch beim Pokalerfolg in Niederkirchen getroffen. Insgesamt also erfolgreiche Wochen für unsere Mittelfeldspielerin. Ja, zufrieden oder sehr zufrieden momentan damit, aber man kann sich immer noch irgendwie in allen Bereichen verbessern. Und ich bin froh, dass es momentan so gut funktioniert, aber ich hoffe, dass wir halt mit der Mannschaft auch noch mehr Punkte jetzt einsammeln. Und wie gesagt, man kann sich immer wieder verbessern. Ich freue mich einfach drüber. In der Spielunterbrechung jetzt bekam die Spielerin ein paar Tage Freizeit, danach wurde aber auch intensiv wieder gearbeitet. Also wir durften das spielfreie Wochenende, ja, wurde uns freigestellt. Manche sind nach Hause gefahren, manche sind aber auch hier geblieben. Hatten dann Montag einen Leistungstest, wo wir dann den Sprint und Sprung kontrolliert haben. Und am Mittwoch haben wir dann ein Testspiel gegen die Jungs bestritten. Am Sonntag geht es nun gegen den SC Freiburg. Die Freiburgerinnen wurden schon vor der Saison hoch gehandelt und konnten nun die in sie gesteckten Erwartungen voll und ganz erfüllen. In den ersten 5 Spielen feierten sie 4 Siege und spielten einmal unentschieden und belegen so punktgleich mit dem VfL Wolfsburg den zweiten Tabellenplatz. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte das schon erwartet, ja, weil, wie gesagt, die Offensive von denen ist stark mit einer Lina Magul oder auch mit einer Hasret und ja, ich finde, die stehen zu Recht da oben. Mit Jakob Benkert, Caroline Simon, Lena Petermann, Lina Magul und Hasret Kayıkçı stellt der SC Freiburg mittlerweile 5 deutsche A-Nationalspielerinnen. Vor allem offensiv wissen sie zu überzeugen und waren auch diese Saison schon wieder ganze 14 Mal erfolgreich. Natürlich wissen wir, dass Freiburg zu den, ja, besten Mannschaften in der Bundesliga gehört, vor allem im offensiven Bereich. Aber wir wissen auch um ihre Schwächen und wir trainieren momentan halt ja die Dinge und versuchen halt das umzusetzen, was uns der Trainer mitgibt. Ein kleiner Vorteil könnte es sein, dass Dienstag noch einige Freiburgerinnen für die Nationalmannschaft im Einsatz waren und dadurch ihre Vorbereitung auf den Sonntag doch etwas kürzer ausfallen dürfte. Ich denke schon, dass es ein Vorteil sein kann oder auch sein wird, weil manche waren dann am Dienstag in der 90-Minuten-Belastung. Aber wie gesagt, wir müssen halt die Dinge umsetzen, die uns mitgegeben werden, und dann werden wir schon eine Chance haben.